Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Buchvorstellung für euch und zwar hatte ich ja in meinem Gewinnspiel einmal dieses Schätzchen hier mit verlost und ich war ja sehr traurig, dass ich dieses Buch selber nicht besitze und das hat der Verlag gesehen und hat sich gedacht, komm, wir schicken der Susi auch ein Exemplar zu. Deswegen habe ich dann vom Verlag netterweise auch noch ein Exemplar zu Heartless von Sarah Wolf bekommen und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag für dieses Schätzchen hier. Ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Buch bekommen habe und habe es dann auch gleich angefangen zu lesen. Allerdings kam dann meine Krankheit dazwischen. Dann war ich ja erstmal ewig krank und dann konnte ich hier nichts mehr machen. Und ja, dann habe ich es aber gleich gelesen, als es mir wieder besser ging. Und was soll ich sagen, mir hat das Buch wirklich richtig, richtig gut gefallen. Das ist Mädchen-High-Fantasy vom Feinsten. Und ich würde sagen, wir beginnen damit, dass ich euch wie immer erzähle, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Sarah. Und Sarah ist eine Herzlose. Und Herzlose sind Menschen, die von Hexen quasi versklavt werden, nennen wir es jetzt einfach mal so. Die Hexen nehmen das Herz eines Menschen an sich, stecken das in ein Glas und setzen dem Menschen dafür ein künstliches Herz ein und können damit dann über den Menschen herrschen und ihm Befehle geben und haben halt quasi auch das Leben von diesen Menschen in der Hand. Als Herzloser altert man nicht, man stagniert quasi und man bleibt dann halt so, wie man in dem Moment war, als einem das Herz rausgerissen wurde. Und Sarah ist jetzt nun schon seit 3 Jahren Herzlose bei der Hexe Nightsinger. Und Sarah wünscht sich natürlich nichts sehnlicher, als dass sie ihr Herz zurückbekommt und die wieder als ganz normaler Mensch leben kann. Und das ist natürlich nicht ohne weiteres möglich, aber es tut sich für Sarah eine Chance auf, um ihr Herz zurückzubekommen. Denn es ist so, dass vor ganz, ganz vielen Jahren beinahe alle Hexen ausgerottet wurden und daraufhin haben sich die Hexen in die Wälder zurückgezogen und haben sich versteckt gehalten. Und jetzt steht, wie es aussieht, ein neuer großer Krieg vor der Tür und das wollen die Hexen natürlich verhindern. Denn es wird nicht nur Verluste auf der Seite der Hexen geben, sondern auch auf der Seite der Menschen und das wollen die Hexen eigentlich auch gar nicht. Ja, so wird Sarah beauftragt, sich in den Palast zu schleichen und dem Prinzen das Herz zu stehlen. Die Hexen wollen, dass Sarah dem Prinzen das Herz aus der Brust schneidet, dass die Hexen es auch in ein Glas stopfen kann und ihn dann quasi als Herzlosen beherrschen können. Und ja, damit erhoffen sie sich natürlich, den Krieg zu verhindern. Und Sarah hat jetzt, wie gesagt, quasi die Aufgabe, dem Prinzen das Herz zu rauben. Und ob ihr das gelingt oder halt auch nicht, das ist es, worum es in diesem Buch hier schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir das Buch vom Inhalt her wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte die Geschichte, ich fand den Verlauf der Geschichte richtig gut. Am Ende tut sich hier nochmal so ein Plot-Twist auf, wo man so denkt, so, was? Toll, und jetzt ist das Buch zu Ende. Ganz klasse. Ganz, ganz klasse. Toll habt ihr es gemacht. Ich hasse Cliffhanger. Verdammt! Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch wirklich richtig gut gefallen. Ich mochte die Geschichte, ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ja, ich muss dazu aber allerdings sagen, es ist Mädchen-High-Fantasy. Es gibt in diesem Buch eine Liebesgeschichte, die auch schon so ein bisschen weiter im Vordergrund steht. Sie spielt jetzt nicht komplett vordergründig, aber sie ist halt schon so ein bisschen mehr im Fokus wie bei anderen Geschichten. Weswegen ich sagen würde, es ist Mädchen-High-Fantasy. Ansonsten könnte ich halt nur sagen, dass die Geschichte sich in manchen Bereichen anders entwickelt hat, als ich es erwartet hätte. Es war auch schon zu Beginn der Geschichte irgendwie, dass ich so dachte, okay, das wird interessant, denn Sarah ist auch ein ganz, ganz toller Charakter. Sie ist ein sehr eigensinniger Charakter und sie hat ihre eigene Art und Weise, mit den Dingen umzugehen und Dinge zu entscheiden, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Sarah ist halt auch ein sehr, sehr taffer Charakter und ein sehr, sehr taffes Mädchen und das fand ich richtig, richtig gut und ich fand Lucien, den Prinzen, als Gegenpart wirklich auch ganz, ganz toll in der Geschichte. Zum Ende hin waren da so 1, 2 kleine Sachen bei ihm, was mich so ein bisschen gestört hat, wo ich halt dachte so, das geht mir jetzt alles zu schnell, er lässt sich dann doch zu schnell auf das Ganze ein, aber das waren nur so Kleinigkeiten. Das hat mich jetzt nicht weiter gestört, dass ich sage, das stört mich jetzt im Verlauf der Geschichte oder das passt hier so gar nicht rein. Das waren halt einfach nur so wieder kleine Punkte, wo ich sage so für mich, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Ansonsten, was die anderen Charaktere in dieser Geschichte betrifft, haben die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Gerade die Herzogin, bei der Sarah dann zwischenzeitlich war, die habe ich sehr ins Herz geschlossen. Die fand ich richtig cool. Und auch die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch mit drin vorkommen. Ich möchte jetzt ja nicht so viel verraten, deswegen werde ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Hexen auch wirklich gut gemacht. Ich fand es halt auch cool, dass die Hexen sich so in Raben verwandeln können und dann halt alles so überblicken können. Und ich fand die Geschichte einfach ganz, ganz toll. Ich fand auch den Ansatz der Geschichte wirklich kreativ. Ich habe sowas in die Richtung, wie das jetzt hier sich in dieser Geschichte darstellt, auch noch nicht gelesen, was halt mit diesen Hexen ist und dieses ganze Drum und Dran mit dem Krieg und dem Ganzen, wie das halt sich entwickelt hat und wie das halt dargestellt wurde. Sowas habe ich halt auch noch nicht gelesen.
in der Form. Und das fand ich halt auch gut. Das war mal ein bisschen was anderes und was Erfrischenderes. Ich meine, Grundstory, Menschen, Hexen, Mittelalter, die kennt man logischerweise, aber so wie das Ganze verpackt war, war es halt für mich neu und das fand ich gut und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was das Setting betrifft, haben wir hier ein mittelalterliches Setting, wie es für High Fantasy halt auch typisch ist. Und ich kann nur sagen, dass mir die Welt im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich finde, die wurde gut dargestellt, das wurde alles gut erklärt, man konnte sich gut hineinfinden in die Welt. Am Anfang der Geschichte ist man in so einem kleinen Wäldchen und ich finde, das wird auch alles gut erklärt. Und auch das Zuhause von Nightsinger, wo Sarah quasi mit den anderen Herzlosen noch lebt, das finde ich, hat man auch super gut dargestellt und erklärt. Und dann auch später im weiteren Verlauf der Geschichte, wo Sarah dann im Palast ist, hatte ich auch keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Es gab ein, zwei kleine Szenen, wo ich in der Szene Probleme hatte beim Interagieren und bei den Kampfszenen auch so ein bisschen, wer ist jetzt wie wo mit seinem Arm und was fällt jetzt wo runter. Also wisst ihr, was ich meine, so im übertragenen Sinne. Da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten hinterherzukommen, aber ich habe generell mit Kampfszenen immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Das lag jetzt nicht unbedingt an dem Buch. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, was das Setting betrifft, hat mir das Buch auch gut gefallen. Ich finde, es ist eine coole High-Fantasy-Welt. Es ist natürlich eine Mittelalter-Welt und die ähneln sich ja in manchen Hinsichten schon. Sei es jetzt, was das Essen angeht oder die Getränke oder das Jagen oder so. Da kann man jetzt das Rad auch nicht neu erfinden bei High-Fantasy. Aber ich finde, die Autorin hat hier viele coole neue Ansätze mit reingebracht und hat auch ein paar Völker erfunden, die es eigentlich nicht so im Normalfall gibt. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich finde, die Welt ist auch super schön verpackt. Und was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Es hat mir auch super gut gefallen. Und was den Schreibstil betrifft, hat mir das Buch auch gut gefallen. Es geht locker leicht von der Hand. Das Buch hat einen guten Lesefluss. Also man stolpert hier nicht über manche Szenen oder Absätze oder irgendwas. Also da hatte ich keinerlei Schwierigkeiten mit. Ich finde, das Buch hat die nötige Mischung aus Spannung und Romantik und Action und Kampfszenen und naja, ihr wisst schon den ganzen. Also ich finde, das Gesamtpaket, was den Schreibstil auch betrifft, das passt. Es gab bei diesem Buch auch keine Passagen, wo ich sage, boah, diese 50 Seiten waren extrem lang, da ist nichts passiert. Also sowas gab es nicht, in diesem Buch passiert immer irgendwas und ich finde, die Autorin hat das auch entsprechend verpackt und ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, eine tolle Handlung hat, ein tolles Setting hat und tolle Charaktere hat. Ich denke aber, dass bei dem Buch noch ein bisschen Potenzial ist und noch ein bisschen was nach oben offen, gerade was jetzt diesen Cliffhanger am Ende betrifft, bin ich sehr gespannt, wie sich das hier im zweiten Teil entwickeln wird. Ich kann euch Heartless, der Kuss der Liebe, auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerne so Jugend-High-Fantasy-Bücher lest, wo die Liebesgeschichte schon ein bisschen vordergründiger spielt. Oder überhaupt generell da ist. Es gibt ja auch Jugend-High-Fantasy-Bücher, wo die Liebesgeschichte so mit drei Sätzen irgendwo in der Geschichte mal erwähnt wird. Das ist hier natürlich nicht so. Deswegen sage ich, für mich ist Mädchen-High-Fantasy. Und wenn ihr gerne sowas lest, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Und ja, mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen, außer lest dieses Buch, wenn ihr gerne Jugend-High-Fantasy-Bücher lest. Das war meine Buchvorstellung zu Heartless, der Kuss der Lieben von Sarah Wolf. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!